nächsten Mal halt quasi. Ja, mei, na gut. Beim nächsten, nachdem wir das erledigt haben, hätte ich gesagt gehabt, aber okay, passt. Finde ich auch leimend, dass du halt auch automatisch das machen kannst und alles drum und dran. Ist zwar nicht schlecht, aber schade. Italien, oder was? Na dann, let's go! Um zu verstehen, wie sich die einzelnen Fahrhilfen auf die Steuerung des Autos auswirken, verändere sie am besten nur nacheinander. Also ja, mitgekriegt. Geh in den Trainingsrunden mit deinem neuen Bild ans Limit, um die Zielzeit zu erreichen. Boah, wie immer's? Eins noch höher? Bleiben wir noch beim 3 und dann gehen wir eins weiter auf. Nach dem Rennen dann. Nach dem Rennen, wenn es wieder so dermaßen großer Unterschied ist, dann definitiv. Wenn wir so einen großen Vorsprung wieder haben wie beim vorigen Rennen, dann schon auf. Fix. Während des Trainings passierst du ausgewählt. Gerade mit den Upgrades und alles. Für schnelle Rundenzeiten entscheidend sind. Deine Zeit wird in Schlüsselsegmenten registriert. Verbesserst du deine Zeit, erhältst du einen Fortschrittsbonus für deinen Wagen. Wie sexy. Na dann, let's go. Bin gespannt, ob es sich besser fährt. Ich hoffe nur von der Beschleunigung her. Ich wollte gerade sagen, sondern dass er immer wieder so schnell zum Rutschen beginnt, der Haberer. Der beginnt ja echt schnell zum Rutschen. Das ist echt lustig, der Haberer. Das ist echt lustig. Da muss ich mit dem Kabel der Depperte rumspielen, gibt's ja nicht. Also was wir jetzt einmal von Anfang an gesehen haben, Maxi-Level ist vielleicht 12, kann aber definitiv noch weiter aufgehen. Ich rechne mit 15. Schön aufgerundet, hätte ich gesagt gehabt. In dem Fall, was der so immer so dieses Standard 15, 20, 30, dingmäßig. Man merkt von der Beschleunigung ein bisschen besser. Definitiv ein bisschen besser, merkt man schon. Bin gespannt auf meine Beste. Jede Strecke ist in Segmente unterteilt, die wir nutzen können, um deine Rundenleistungen zu analysieren. Wir stoppen deine Zeiten in Schlüsselsegmenten, um zu ermitteln, wo du deine Fahrtechnik noch verbessern kannst. Ja, das ist Experimentiere wichtig. Mit Brems- und Beschleunigungspunkten und finde deine perfekte Linie, um in jeder Runde wertvolle Sekunden zu sparen. Der Haberer, sie schleichen. Achso. Oh. Oh. Ja, wenn es um Bestzeit geht und alles drum und dran, ist eh besser, wenn das weg ist. Du musst dir vorstellen, du machst das auf Maximum. Jetzt plötzlich. Bum, bum, bum. Beim Training geht's eh, oder? Dann holen wir sich die Bestpunkte. Das ist nicht so tragisch. Da war jetzt gierig. Da war jetzt definitiv gierig. Ja, von der Absolvierung wurde jetzt aber nicht so gerade so extremer Unterschied, muss ich sagen. Nicht so extremer. Nicht so ein extremer Unterschied. Viel Plätze mache ich gerade. Ja, das ist keine gute Runde. Viel Plätze. Na, ah, wie sie immer so schwankt auf grün, auf rot, grün, rot, grün, rot. Geil. Irgendwie geil. Ja, ich hab trotzdem voll reingeschissen gehabt, das ist ja das. Voll wahrscheinlich geschissen. Ich glaub, da hab ich jetzt viel rausgeholt. Da wird es urviel ausgeholt. Mach weiter so, dann haben wir heute kein Problem, unser angepeiltes Ergebnis einzufahren. Ich will besser werden. Digi, zeig her.
Wieder besser oder schlechter? Ah, du Hund! Wieso zeigst du es mir jedes Mal? Bist du eppert oder schwach? Schwach! Schwach beieinander, aber na gut! Na dann, let's go rennen! Das Einzige, was mir wieder mal stört, ist, ich würde gerne sehen, ob ich besser war als die anderen, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich bestzeitmäßig da gewonnen habe, also bessere Zeit als wie das, was angezeigt worden ist, dann dementsprechend rechne ich damit, dass ich eine gute Runde gehabt habe. Das finde ich geil, die ganze Aufstellung und alles ist schon ein Hit. Steppert, mein Haver ist aber schon sehr weit hinten. Puh. Let's go rennen. Ein bisschen sehr weit hinten, Haver. Wie viele Runden, Chefe? Das sind aber viele überholt. Na? Achso, dann gab es den gleichen auch noch ganz weit hinten. Oh, hoppala. Wie viele Runden? 4. Locker schaffen wir das. Locker. Ah, vorher haben wir nur 10 geschafft, jetzt schaffen wir 12 schon mit dem Fahrzeug. Das ist cool. Das ist definitiv leider. Aber jetzt schon beim 5. Platz zu starten. Ah, weiß nicht. Das war aber selber reingefahren, gell? Er ist mir reingefahren, ja, aber habt ihr alle gesehen gehabt. Ist besser. Oh, da. Haver, das hat mir jetzt aber. Das war ein schönes Überholen. Das war jetzt ein schönes Überholen. So ein Pfeil aber. Besser, wick bitte, wick, 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 wick. Ich wollte gerade sagen, so ist es wirklich die gleiche Strecke wie früher. Ja, wirklich. Haben wir noch da gehabt, so, hä? Step der erste und zweite, ah, wie der, ja, wieder. Da war was, Alter. Hab ich nur auf die Bremsen gedrückt oder was? Deppert oder was? Haverer! Haverer, da bin ich jetzt aber echt geschockt! Bin ich gleich nervös, wenn ich das sehe. Sind wir nicht ab! Schon sehr weit! Fuhren, Alter, das weiß ich nicht, ob ich das da noch. Zweiten auch nicht. Digi. Vielleicht kitzel ich den zweiten, aber den ersten wieder. Okay. Ha, aber Nummer 1 und Nummer 2 ist heftig unterwegs. Ich glaub, na, vielleicht die 10 noch ein bisschen weiter hintere. Ja, das ist gut. Schon wieder für den Arsch. Ich will ihn unbedingt bei der Kurve da schon kriegen, weißt du? Das geht's mir. Aber ich habe wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Ein bisschen was habe ich rausgeholt. Aus der ganzen Nummer da jetzt. Ja, geht schon wieder, macht schon wieder ein bisschen auf Abstand. Und jetzt bin ich gierig geworden, jetzt picke ich. Jetzt picke ich definitiv jetzt
Ich muss keine Fehler machen. Eieieiei. Besser gehst du lieber auf Zeiten, sonst rahm mit die Havara. Sonst rahm mit die. Der erste muss auch noch dran glauben, Bruder. Ist gar Nitro oder irgendwas. Letzte Runde. Aber was man vielleicht jetzt einen Sieg kostet für den Plätzen da, gell? Wollte ich jetzt mal nur kurz dazu sagen, gell? Das war. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht, aber. Chancho. Das hat mir jetzt viel zu viel gekostet. Der Aufprall. Noch ein Stickerl. Ah, die Gier. Die Gier ist ein Hund. Die Gier ist echt ein Hund. Aber. Und jetzt gehen wir auf Zeiten da. Er will nicht auf Zeiten. Ja, verstehe aber. Wenn ich 4 Runden lang der Erste war und da muss ich meinen ersten Platzierten hergeben, nein. Würde ich auch nicht machen. Nein. Aber kurz davor noch. Irgendwie Erster, gell? Ich glaube, ich bleib noch. Gib mir noch mindestens eine Runde, damit ich wirklich nachschauen kann. Ich bin nicht einfach zu deppert dafür bin. Perfekt. Ich hab sogar meine Bestzeit auch noch geschlagen. Schau dir das an. Na, wie Tiere. Gute Arbeit da draußen. Wir sind auf P1 gelandet. Beste Runde. Ja, ich war sogar am besten. Na, sehr gut. Hat sich wieder ausgezahlt. Zwar 3-4 Mal zurückspielen müssen, aber war gut. Step, was ist denn das für ein Zeichen? Transformer oder was? Ja, die Zeichen sind wurscht. Geh bitte. Seh kein echter. Ja, wieder ein bisschen ein Schüttling. Richtig. Stufenaufstieg haben wir auch noch zusätzlich. Ordentlich was weitergegangen. Nur noch eine Veranstaltung in der Serie. An die Arbeit. Da bin ich aber gespannt. Sicher. Sag mal hier. Achso, kann ich. Achso, warte. Kann von denen her. Oh. Okay, das ist dann schon wieder B. Mhm. Wäre dann schon wieder fast zu viel. Lass ich noch. Das ist ein fettes Minus. Sehr, sehr fettes Minus. Ah, das ist dann schon wieder A. Wird schon wieder gefährlich. Bis deppert. Na, würde ich lassen. Beschleunigung, ein bisschen laufen. Da können wir noch ein bisschen schummeln, hätte ich gesagt. Da können wir noch ein bisschen schummeln. Aber wir kratzen dann schon langsam. Ans A. Oh, diese miese. Lassen wir das einmal. Wer muss sich leisten können, ja? ums Arsch lecken. Havara. Ums Arsch lecken. Das geht einmal nicht. Das geht auch nicht. Es ist dann definitiv ein bisschen zu viel. Dann aus ins Technische. Antrieb vielleicht dann noch ein bisschen. Ist schon 6,1. Nein, dann lassen wir es. Ja, geht technisch. Schaut dann auch schon langsam. Ja, 25! Sonst glaube ich Maximum, lass ich mal so stehen. Sonst da haben wir 12, da haben wir 15, ja, 25 wird das Maximum sein. Ja, passt. Bestätigen. Hätte ich gesagt, ja, definitiv Tuning. Das können wir da noch machen.
Beim Tuning geht es darum, kleine Änderungen am Setup des Autos vorzunehmen und diese im Training auf der Strecke zu testen. Einige Upgrade-Teile enthalten mehr Tuning-Optionen, mit denen du eine noch größere Kontrolle über die Leistung deines Autos erlangst.